Sehr geehrte Fluggäste, wir möchten Sie an Bord unseres Fluges begrüßen. Währenddessen werden wir den gesamten Kontinent Afrikas überfliegen. In diesem Zusammenhang möchte ich Sie mit unserem neuesten Board-Entertainment bekannt machen. Auf dem Computer vor Ihnen finden Sie Informationen über die überflogenen Naturräume Afrikas. Ich wünsche einen angenehmen Flug. Die erste Region, die wir überfliegen, ist der mediterrane Raum in Nordafrika. Es handelt sich dabei vor allem um Küstengebiet und die Berge im Hinterland. Hier ist das Klima ähnlich wie in Italien oder Griechenland, nämlich mediterran, also im Sommer heiß und im Winter mild und feucht. Auch die Pflanzen kommen uns bekannt vor. Man findet viele Nadelbäume und Hartlaubgewächse. Kurzum, dieser Naturraum ähnelt jenen, welche man an der gesamten Mittelmeerküste vorfindet. Weiter geht's. Direkt angrenzend liegt die Sahara, die größte Wüste der Welt. Aufgrund ihrer Lage auf und um den nördlichen Wendekreis wird sie auch Wendekreiswüste genannt. Diese besteht tatsächlich nur aus 10% Sandwüste. Der Rest ist voll mit Steinen, Kies und Geröll. Wir befinden uns nun in der Klimazone der trockenen Subtropen. Das heißt, hier ist es tagsüber sehr heiß, bis zu 50 Grad, und nachts meist sehr kalt, manchmal nur 10 Grad. Man kann also sagen, es gibt eine sehr große Temperaturamplitude. Außerdem fallen hier kaum Niederschläge. Das macht es Tieren und Pflanzen wirklich nicht leicht. Nur die ganz harten Typen überleben hier, die auch mit nur wenig Wasser auskommen und gleichzeitig die extremen Temperaturen aushalten. Dennoch gibt es ein paar Bewohner dieser Einsamkeit, zum Beispiel Skorpione und Schlangen, aber auch Antilopen. Pflanzen findet man eigentlich nur an Flussufern oder in ein paar Oasen. Endlich wieder grüne Landschaft. Wir befinden uns jetzt in einer Art Übergangszone zwischen den zwei Extremen Afrikas, zwischen Wüste und Regenwald, dem Savannengebiet. Diese kann in Dornstrauch, Trocken- und schließlich Feuchtsavanne untergliedert werden. Je südlicher man kommt, desto feuchter wird es. Während es im Norden höchstens trockene Gräser und Sträucher gibt, wachsen im Süden auch hohe Büsche und Bäume. Hier unterliegen Vegetation und Tiere einem stetigen Wechsel zwischen Trocken- und Regenzeit. Dieses wechselnde Klima ist typisch für die wechselfeuchten Tropen. Deswegen müssen die Pflanzen sowohl bei Feuchtigkeit als auch bei Trockenheit überleben können und die Tiere müssen demnach dem Wasser und ihrer Nahrung hinterherziehen. Nun kommen wir zum Feuchtgebiet Afrikas, dem Regenwald. Der Name sagt es schon, hier regnet es oft und zwar etwa täglich. Dazu kommen warme bis heiße Temperaturen, im Schnitt 25 Grad und das ganze Jahr über. Wegen der Lage am Äquator bekommt der Regenwald auch täglich 12 Stunden Sonne ab. Insgesamt bedeutet das optimales Wachstumswetter für Pflanzen. Bis zu 40 Meter hohe Bäume, Lianen und Sträucher bieten einer vielfältigen Tierwelt einen vorteilhaften Lebensraum. In den sogenannten immerfeuchten Tropen gibt es die größte Artenvielfalt an Pflanzen und Tieren der Erde. Vom Prinzip her wiederholen sich nun dieselben naturräumlichen Phänomene in umgekehrter Reihenfolge. Afrikas Naturräume sind also, wenn man so will, am Äquator gespiegelt. Das heißt, wir befinden uns nun wieder in der Savanne. Das südliche Savannengebiet Afrikas ist der Ort der großen Säugetiere. Neben riesigen Huftierherden leben hier die sogenannten Big Five. Dazu zählen Elefanten, Nashörner, Büffel, Löwen und Leoparden. Außerdem stehen hier die höchsten Berge Afrikas, darunter auch ein paar Vulkane, zum Beispiel der Kilimanjaro oder der Mount Kenya. Das liegt daran, dass hier zwei Erdplatten auseinanderdriften. Daneben gibt es auch große Seen und Flüsse mit fruchtbaren Flussbetten, wie etwa der Victoria See, der Okavango oder der Zambezi mit seinen Victoria Falls. Weiter südlich finden wir wieder Trockengebiete, das heißt Wüste oder Halbwüste. Hier befindet sich zum Beispiel die älteste Wüste der Welt, die Namibwüste oder die Halbwüste Kalahari. Die Namib ist bekannt für ihre großen Dünen, die während eines Tages die Farbe wechseln. Trotz des Wüstenklimas leben hier auch Wüstenpferde, Nashörner und an der Küste Seelöwen. Auch die Vegetation ist außergewöhnlich, nur ein paar Mal im Jahr regnet es hier. Doch dann fängt die ganze Wüstenlandschaft an zu blühen, aber nur für wenige Tage. In und um Kapstadt, also in der Kapregion, dem südlichsten Punkt Afrikas, herrscht ein ganz besonderes Klima, denn hier treffen zwei große Meeresströmungen aufeinander.
Dadurch wird das Klima dort wieder milder und die Landschaft fruchtbarer. Es ähnelt prinzipiell dem Mittelmeerklima, jedoch mit umgedrehten Jahreszeiten. Vielen Dank für Ihr Interesse. Wir hoffen, wir konnten Ihnen einen umfassenden Einblick in die faszinierende Natur Afrikas vermitteln.